Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf einem friedlichen Marsch. Wir machen ein bisschen Holz für die kalte Zeit, für das Sägewerk. Wir brücken die Zeit, wo wir noch nicht mähen können und wollen, weil es noch nicht reif genug ist. Es sollte mindestens Stufe 2 sein. Dann werden wir gleich, nachdem wir es gemäht haben, Feld 3 muss gepflügt werden und Feld die anderen hoffe ich nicht, dass wir da gleich aussehen können. Das werden gleich heute noch Gras, später nachher Getreide ernten können. Was besonders wichtig wäre, dass wir zum Beispiel im Herbst und Aalgras einpflanzen können. Theoretisch probieren wir mal, ob wir im Herbst noch mal eine Grasernte kriegen. Möglichst viel rundherum vom Land, dass wir gut verdienen können. Und wenn das zu spät ist, das heißt Herbst zu weit fortgeschritten ist, dann werden wir da entsprechend Getreide aussehen. Laut Fruchtfolge. Da muss ich testen, ob das funktioniert mit Gras. Weiß das nicht genau. So. Komische Ansicht, ne? So, ich glaube, der eine Baum ist auch noch unser hier. Hat er hier einen Schuppen gebaut? Wer wohnt denn hier? Machen wir höher. Geht's hoffentlich drüber. Ja. So, jetzt arbeiten wir uns wieder zurück, ne? Ich denke mal, den nächsten Wald kaum im Herbst. Der wird ein Grasmäher, muss ich dabei sein. Dann gleich nach dem Pressen die Ballen einsammeln. Weil jetzt kommen die nicht mehr klar. Dann fahren die sie über den Haufen. Zu tun, ne? Hat so ein großer Monitor alles braucht, eine Leistung, staune ich selber. 68, ja. Gesamt über 84% Grafikkarte. Mal überlegen, ob ich das mal was anderes probiere, oder schon ein paar Mal gemacht habe und ja, gut. Das Technikfrage, das ist egal. Was besser ist. Nur Leistung hier, ein bisschen, wenn man die Leistung schonen könnte. Müssen wir so überlegen. Ja. Den Monitor kann ich ausschalten zur Not, aber. Hoffe, der Ton passt. Ich persönlich höre keine Musik, aber die läuft. Da muss ich so mal gucken, ob ich einen separat einstellen kann auf OBS.
separaten Player. Beziehungsweise. Ja. 20 Uhr und 6. Immer noch leicht schummrig, aber gut. Wenn wir 20 Uhr pennen gehen, dann werden wir bis 10 Stunden früh um 4. Also. Aber da haben wir noch einen Rest. Den wollen wir auch noch weg haben. Obwohl, jetzt wird ja immer früh auch heller. Also lange schlafen brauchen wir nicht mehr. Können wir da nicht erlauben. Im Winter ja, Sommer, da reichen 6 Stunden. Entschuldigung. Hohen Schnitt. Also ich bin mal richtig gespannt, wie die Entwicklung hier weitergeht. Was sie jetzt da jetzt planen aktuell, ob sie den Wettermod schon mal mit reinnehmen, wäre nicht schlecht. War auch schön wäre, wenn Kursprobleme drin wäre gleich. Oder zumindest GPS, das ist mal voll. Von da sich eine extra Kopf machen muss, obwohl ich GPS nutze ich so einen großen Ganzen nicht. Aber das wäre so eine schöne Option, ne? Denn neue Maschinen, naja gut. Da haben sie ja so viel, also im Grunde haben sie alle Maschinen. Was geht. Aber der arbeitet gut, der Pinose. Also er macht schön Äste weg. Dachte erst nicht, als Mod hat man das kann. Na, schön Licht hier, ne? Schön hell. Alle Bäume weg. Aber da kommen neue. Besprochen. Später im Herbst stehen die ersten. Ein paar 100 Pflanzen. 200 Stück. Wäre eine Variante, ne? Ja, wird düster. Ja, mal zum Hof gehen und Nickerchen machen. Schauen wir mal, wenn die Folge zu Ende ist. Oder 21 Uhr. Wäre eine Möglichkeit, ne? Dann können wir noch mal einmal Gras machen.
Das Holz können wir verkaufen, wenn wir den Spaß haben. Das Getreide wird ja noch nicht gleich wachsen, das ist ja noch nicht so das Problem. Auf 14 wird dann, na, das wird mit der Sommer fertig sein. Das passt ganz gut, dass ich die unterschiedlich einsehe. Wäre ganz gut, wenn wir schon auch gleich die Bäume gepflanzt hätten, aber das schaffen wir nicht mehr. Wir pflanzen ja auch im Herbst, ne? Oder ein zeitiges Frühjahr, das geht auch noch, aber im Sommer ist ungünstig. Ist zu trocken. Kann natürlich sein, dass ein paar Bäume sagen, naja, wächst nicht an, ne? Kann passieren. Darum, wir pflanzen im Herbst. Und gut ist. So, dann rechnen 3 Stunden und 5. 8 Stunden, das reicht aus. Dann sollte das Gras auch entsprechend gewachsen sein. Sonst wird das eng mit der Aussaat. Ja. Was wollen wir noch machen? Dann ist es erledigt. Dann können wir die mal bei Gelegenheit einsammeln, dann können wir die Maschine abgeben. Das ist auch wichtig, dann sparen wir uns die Leasingkosten, ne? So ein paar Bäume. Und dann zum nächsten Wald werden wir uns eine Maschine kaufen. Das ist ja Windmatt. Zu tun haben im Winter zum Beispiel. Werden wir auch Dings mal einpflanzen, Pappeln. Dann haben wir Hackschütze. Im Winter wird es gute Preise für bezahlt. Dann noch ein Heizkraftwerk zu bauen. Da kann man gut verkaufen. So, 1, 2, 3. Oder noch ein paar mehr. Die machen wir noch fertig. Kein Problem, ein bisschen Zeit haben wir noch. 6 Minuten oder 7. Und zur Not mache ich halt ein bisschen länger. Ja, aber mehr nicht sogar. Hinten auch noch. Ah, ich war arschig vom Sitzen. So dick. Das größte Gerät, was wir haben. Also kurz. So, wenn ich grob sehe, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7 Bäume noch.
richtig gezielt habe. Und wenn einer stehen bleiben sollte, dann kommt halt die Stompenfräse und dann weg ist das Ding. Auch kein Problem. Oh ja, schöner Baum, ne? Schön dick, schön lang. Hoffen wir, dass lang genug ist. Ja, ja. Gehen wir so mindestens 3 Stück raus. Finde ich schlecht. Gibt's denn, gab's einen Mod, da konnte man genau sehen, wie lang der Baum ist, wie dick er ist. Und da konntest du auch die Längen entsprechend einstellen. Automatisch. Also die ersten 2 8 Meter, letzten dann 6 Meter. Zum Beispiel. Die gibt's hier auch nicht. Also ich weiß keine Ahnung, wie das so eine Arbeit macht. So um zu programmieren, ob das aufwendig ist, bestimmt. Also ich kann sowas nicht. Ich bin ja schon froh, wenn ich ein bisschen Geld gut schreiben kann, wenn ich neue Spielstände, neue Anfänge im Prinzip die Maschinen wieder haben willst. Hätte ich jetzt auch machen können und müssen für die beiden Fabriken. Aber gut, das ist nicht so tragisch. Ich habe die ja verkauft und bekam einen Teil des Geldes da wieder, aber gut. Bestimmt einige 2.000, 3.000 bestimmt. Also noch habe ich genug Futter. Hier muss man sehen, da sieht man ja. Das kann man machen. Mischfutter auf dem Weg kann man bauen. Dann kannst du von da aus entsprechend fahren. So, einer noch. Wie gesagt, 8 Stunden schlafen oder 7. Oder 6. Ah, 2. Da haben wir einen versteckt. Lieber kann man früh ein bisschen schneller vorspulen, als wir Zeit unnötig verlieren. Ne? Weil. Ist der letzte. Ah, einer noch. Was eine Birke? Weiß ich nicht. Das ist keine Birke. Also das hoch runter wechselt sich immer wieder. Der wäre mal zu schade gewesen für die Fräse. So. Du noch und dann erledigt. Der Wald Geschichte. Gebe ich den gleich ab und dann Viertel 10. Alles gut. Gut, P. Garage. So, gehen wir mal zum Hof. Besuchen. Da haben wir praktisch 9, 8 Stunden, das ist früh um 5, Viertel 6 ungefähr. Na. Wo ist die Bank? Gehört mir. Also, was ich brauche, ist ein richtiges Farmhaus.
So, 8 Tonnen, das müsste reichen. Egal, was bringt die ungefähr noch ein? Ja, immerhin. Wird nur synchronisiert. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ja, hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Dann seid mal danke fürs Reinschauen und dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.